Und lauf, 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 lauf! Oh Gott! Oh. Alter! Junge, wie das scheppert! Let's go, Alter! Moin, Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feuerwerkssimulator. Meine Damen und Herren, es gab ein neues Update. Angeblich gibt es jetzt einen grandiosen Supermarkt. Und damit meine ich jetzt nicht dieses Ding, weil das ist ja eine Tankstelle. Und es ist Tradition, dass wir die als erstes in die Luft jagen. Und dann den Supermarkt. Angeblich gibt es sogar Palutens im Supermarkt zu kaufen. Also hier diese Palutenfeuerwerkskörper. Oh, guck mal. Gab es die Maxiplier? Das ist doch von Markiplier. Die werfe ich mal kurz hier rein. Ja, wir müssen jetzt, das müssen wir einmal in die Luft jagen, Leute. So, kurz anzünden. Lauf, lauf, oh nein, ich, lauf, 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 lauf. Oh Gott. Okay. Das ist direkt hinter dem. Kommt da noch was? Ja, warte kurz. Paletto muss nachhelfen. Lauf, 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 lauf. Ich würde mal sagen, das war kurz und schmerzlos. Okay, nichts passiert. Und da vorne ist er, Leute. Das, worauf wir gewartet haben. Und zwar Cody's Fireworks. Und guckt mal, das ist wirklich cool. Hier sind nämlich Palutens. Grüße gehen raus an den Entwickler dieses Spiels. Ich finde das echt cool. Ja, okay. Ja, sehr, sehr schöner Laden hier. Oh ja. Oh, mein Essen kommt gleich. Geil. Oh, hier ist ja auch ein geiler. Oh, ein leckerer Burger, Alter. Wisst ihr noch, als ich mal Minecraft-Burger gemacht habe? Nein. Oh Gott. Haben wir das gesehen? Peter hatte Blasenbildung. Wie das aussieht. Oh, Junge, die Minecraft-Burger. Die haben zweimal gebrannt. So, ach, der Besitzer ist hier gerade zum Essen. Ja, warte, ich pack das kurz hier weg. Wir müssen hier einmal rein. Ey, das ist ja geil. Ey, wir werden das so in die Luft sprengen. Vor allem, wie viel da drin ist. So, einmal die Tür. Ja, oh, ja. Ich hätte gern die Tür. Ja, danke. Und weg damit. So, was haben wir denn hier? Oh ja. Ach, die Sachen kann ich auch einfach aufheben. Ah, dann habe ich die in der Hand. Ja, das brauche ich nicht. Ich will hier eher was anzünden. Oh Gott, guck mal hier richtig mit so einem EC-Kartengerät. Oh, wieder ein paar Palutens. Alter, das wird so scheppern. Hier sind so viele Feuerwerkskörper. Okay, glaubt ihr, wir schaffen es? Oh, da ist sogar eine Klimaanlage. Wir schaffen es, das Dach wegzusprengen. Ich sag nein. Weil ich glaube, meistens nur dieses TNT kann das wegsprengen. Wir werden jetzt einfach mal gucken. Zum Zünden nehmen wir ein paar Palutens, damit hier auch der ganze Rest ein bisschen angezündet wird. Anzünden, anzünden. Und lauf, 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 lauf. Oh Gott. Oh. Alter. Junge, wie das scheppert. Let's go, Alter. Es hört einfach nicht auf. Das Dach wurde gesprengt. Hallo? Ist jetzt gut? Hallo? Es hört nicht auf. Es geht einfach die ganze Zeit weiter. Alter, da hinten noch eine fette Explosion. Oh, da. Oh, hey. Wow. Guck, wo? Man hört noch Explosionen. Ah ja, da hinten. Es hat aufgehört. Also alle Leute, die gesagt haben, das Dach wird weggesprengt, ihr hattet recht. Alter. Alles weg aus den Regalen. Einfach alles komplett weggesprengt. Oh, ich glaube, das ist absolut mein absoluter Fail. Warte mal. Ich mach mal Neustart. Ich werde da richtig fett TNT reinballern. Da wird nichts mehr übrig bleiben. Wir werden den kompletten Laden wegsprengen. Das ist jetzt unser Ziel. Hoffentlich schaffe ich das noch, bevor das Essen kommt. Ja, warte mal, angeblich. Könnte knapp werden. Die Tankstelle juckt mich nicht, denn wir müssen jetzt Cody's Laden in Schutt und Asche legen. Und damit meine ich wirklich Schutt und Asche. So, gib das mal kurz hierher. Zack, Physikwerkzeug. Sehr gut. Also, wir brauchen auf jeden Fall diese Barrels. Die haben einfach so eine kranke Sprengkraft. Die werden wir hier schön hinterplatzieren. Jeweils in die Ecken.
damit, wenn sie vielleicht gleichzeitig zünden oder relativ gleichzeitig, dass sie das Dach richtig wegfetzen. Wisst ihr, was ich meine? Dann ein bisschen Dynamit. Es eskaliert einfach vollkommen. Oh, was ist denn hier hinten? Warte. Ist hier noch ein geheimer... Achso. Ah, hier geht's einfach raus. Okay. Ja, ein paar kleine Knallfrösche. Ein paar Granaten. Legen wir hier auch richtig schön auch auf die Dinger. Oh Gott, ich glaube, mein PC würde in die Knie gehen. Also ich glaube nicht, dass der das schaffen wird. Wir haben jetzt wirklich schon übertriebenst viel, auch richtig harten Sprengstoff hier reingepackt. Ich zünde es. Lauf, 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 lauf. Lass mich. Uff. Ey, das wird so wegfetzen. Das Ding wird da nicht mehr stehen. Was sagt ihr? Wird es noch stehen? Ich sag, es wird komplett weggefetzt. Das Ding können wir irgendwo da hinten wieder einsammeln. Es steht noch. Noch steht es. Was? Es ist schlechter als beim letzten Mal. Der Laden steht noch. What? Junge, wie geht das? Ich bin richtig enttäuscht gerade. Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich glaube doch nicht. Ihr glaubt doch nicht, dass ich das Ding jetzt hier nicht wegsprenge, Alter. Mehr TNT! Mehr! Ey, das ist ja also jetzt mal ohne Witz. Das kann ja nicht wahr sein. Gib mir doch mal den ganzen Kram jetzt hier weg. Auf gut Deutsch, da scheiß drauf, ob mein PC jetzt in die Knie geht. Ich will, dass das hier... Oh, nee. Oh, nee. Ihr müsst mich durchlassen. Lasst mich bitte durch. Ja. Und jetzt. Das wird so ruckeln. Das wird so ruckeln. Da ist es geflogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, es ist jetzt gut zerfetzt. Und hier liegen so ein bisschen die Sachen und irgendwie brennt es da hinten im Wald. Aber ich muss zugeben, ich hätte gedacht, dass das Ding irgendwie da hinten bei der Tankstelle landet. Hä? Ja, was? Ich habe nichts gemacht. Was ist denn hier mit der Tankstelle passiert? Hä? Wir waren doch gar nicht in der Nähe. Auch hier das Haus. Das ist nicht meine Schuld. Oh, hier. Es wäre cool, wenn noch mehr wegsprengbar ist. Hallo, liebe Kirche. Das muss ich jetzt noch mal kurz machen. Amen. Genau damit habe ich gerechnet. So sollte das sein. Warum ist das andere denn nicht so explodiert? Guck mal, so wollte ich das haben, Alter. Gut, fragwürdig, wie ich die Kirche gerade explodiert. Aber warum... Nee. Neustart. Ich will, dass das Ding wegfetzt. Da muss selbst mein Essen jetzt mal ein bisschen warten. Ich baller das jetzt bis Oberkante Oberlippe. Weil guck mal, ihr habt ja gesehen, das TNT. Diesmal werde ich das vielleicht ein bisschen zu... Oh, das ist vielleicht auch die richtige... Weißt du, es muss ja sich so ein... Ja, wisst ihr, was ich meine? So ein Böller explodiert ja auch nur, weil das Pulver da drin so geschlossen ist. Ich muss jetzt mal gucken. Physik, dass ich die Tür nur so leicht... Na... Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Die Tür muss da eigentlich so ein bisschen wieder vor. Das wird jetzt Oberkante, Oberlippe. Genau, ich muss hier schön nach hinten laufen. Zack, zack, zack. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das wird jetzt was. Das muss was werden. Leute, schreibt es bitte in die Kommentare. Glaubt ihr, jetzt gibt es die ultimative Explosion? So, hier komme ich wieder. Komme ich hier wieder raus? Physikwerkzeug, danke. Und. So, angezündet. Schnell, 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 schnell. Jetzt. Ultimate Explosion. Bitte. Bitte. Oh. Oh ja, das. Oh, jetzt. Das war ein dickes, fettes Ding. Oh. Da vorne ist was zurückgekommen. Ja, ist in Ordnung. Ich würde sagen. Wir haben hiermit offiziell den Supermarkt weggesprengt. Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Feuerwerkssimulator. Wir haben das neue Update ein bisschen angespielt. Der neue Supermarkt ist am Start. Hier ist auf jeden Fall viel in die Luft geflogen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr super gerne ein Like da lassen. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal. Weitere Videos. Gönnt euch auch gerne die neueste Folge vom Kottbruder-Podcast. Und schaut gerne auf paluten.shop vorbei. Hier für den süßen kleinen Mini-Paluten. Hallo. So, Leute, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.